Sie ist fort. Gefährlich, sagt sie? Warum gefährlich? Ist denn hier jemand, der uns beobachtet? Ich horche, aber ich höre nur meinen eigenen Herzschlag. Was ist das? Da ist jemand. Jemand beugt sich über mich. Jemand, der atmet. Hilfe! Meine Hand wird festgehalten, am Klingeln gehindert. Finger berühren mich, streichen über meinen Hals, meine Schultern, meinen Ausschnitt. Nicht brutal, zärtlich. Eine große Hand, eine Männerhand. Sie gleitet in meinen Ausschnitt. Gegen meinen Willen verwirren mich diese Zärtlichkeiten. Jetzt küsst ihr meinen Busen, streichelt über meinen Bauch. Die Hände lassen von mir ab. Ich bin halb wahnsinnig und mein Körper steht in Flammen. Ich wusste gar nicht, dass das noch geht. Na? Ausgeschlafen, Lise? Stéphane Miguin. Deshalb ist der andere weggelaufen. Wir wollen ein bisschen Musik machen. Haben Sie Lust zuzuhören? Sie sehen bezaubernd aus, Lise. Ganz rosige Wangen. Als hätten Sie etwas besonders Schönes geträumt. Geträumt wohl kaum. Ich spüre noch die Wärme der Hand, die mich berührt hat. War es Pauls Hand? Ich weiß nicht. Ich hätte sein Rasierwasser riechen müssen. Aber wer war es dann? Was für ein schöner, warmer Abend. Man hat beschlossen, dass Paul Yvette und ihre leeren Schüsseln mit dem Auto nach Hause bringt und Stéphane mich mit dem Rollstuhl durch den Park heimfährt. Soll ich Ihnen was verraten? Ich genieße es, Sie ein bisschen allein für mich zu haben, Lise. Schon seltsam, dass wir uns früher nie begegnet sind. Ich gehe eben einfach zu selten ins Kino. Ich kann mich ja auch jetzt noch an Ihnen satt sehen. Aber wie glauben Sie, sehe ich aus? Hm? Halten Sie mich zum Beispiel für kräftig? Komische Frage. Aber wenn es ihm Spaß macht? Richtig geraten. Ich bin 1,82 Meter groß und wiege 80 Kilo. Ja, ich könnte Sie ganz leicht auch nach Hause tragen. Wissen Sie, dass ich Sie einfach hinreißen finde, Lise? Naja, anfangs hatte ich schon ein bisschen Scheu, Ihnen zu begegnen. Man fühlt sich in der Gegenwart von... Sprich es nur aus. In der Gegenwart von Behinderten. Jetzt ist das ganz anders. Tatsächlich.